Was eine Eskalation in Zeiten des Kalten Krieges bedeutet hätte, das wollten sich damals die wenigsten genauer vorstellen. Aber für den Ernstfall bereit sollte sie schon sein, die Bundeswehr zusammen mit den NATO-Verbündeten damals. Hunderttausende Soldaten und vieles mehr an militärischem Gerät standen in Deutschland, um abzuschrecken. Und zu dieser alten Logik scheint die deutsche Politik seit der ausgerufenen Zeitenwende immer deutlicher zurückzukehren. Kriegstüchtig sein, so nennt das Verteidigungsminister Boris Pistorius nun. Den Weg dahin hat er heute auf der Bundeswehrtagung genauer beschrieben. Stefan Stochlik. Solche F-35 Kampfjets soll die Bundeswehr bald bekommen. Über 8 Milliarden Euro wird das kosten, Geld aus dem Sondervermögen, mit dem Großgerät eingekauft und die Materiallücken der Bundeswehr geschlossen werden sollen. Was aber passiert, wenn die 100 Milliarden aufgebraucht sind? Bundeskanzler Scholz verspricht heute der Führung der Bundeswehr, dass Deutschland mittelfristig 2% seiner Wirtschaftsleistung ins Militär investieren werde. Diese Zusage gilt. Sie ist einer neuen sicherheitspolitischen Realität geschuldet. Deshalb arbeiten wir an einem Anpassungspfad für den Verteidigungshaushalt, der dies auch nach Verausgabung des Sondervermögens sicherstellt. Geld kosten neben der Ausrüstung auch die neuen Aufgaben der Bundeswehr. In Litauen hilft sie schon, die NATO-Ostflanke sichern. Nun sollen rund 5000 Männer und Frauen dauerhaft dort stationiert werden. Für 2025 hat man der NATO eine ganze Division, also mindestens 16.500 Soldatinnen und Soldaten, zugesagt. Bündnisverteidigung und Landesverteidigung sollten wieder im Mittelpunkt stehen, sagt der Verteidigungsminister heute und spricht erneut von einer kriegstüchtigen Bundeswehr. Es geht darum, dass wir uns mit klarem, nüchternen Blick auf den Ernstfall vorbereiten. Wir brauchen eine Bundeswehr, die so aufgestellt und ausgestattet ist, dass sie uns in einem Krieg verteidigen kann. Und dafür muss die Bundeswehr natürlich ertüchtigt werden. Danach kündigt Pistorius eine große Strukturreform der Bundeswehr an. Die Pläne sollen bis Ostern 2024 erarbeitet werden. Im Saal ist eher Skepsis zu spüren. Es bringe Unruhe in die Truppe, sagen manche. Die Opposition nennt den Minister überehrgeizig. Der Bundesverteidigungsminister will zu viel auf Mal machen. Er muss nacheinander die Dinge abarbeiten. Er kann nicht auf allen Ebenen Zusagen treffen und gleichzeitig nicht sicherstellen, dass der finanzielle Aufwuchs dieses Vorhaben auch abdeckt. Etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten auf Zypern für mögliche Evakuierungen aus dem Nahen Osten. Der Abzug aus Mali muss neben den neuen NATO-Aufgaben auch noch geregelt werden. Im laufenden Betrieb so eine Reform? Das müsse sein, sagen Experten. Alles das, was jetzt an Struktur und auch an Ideen nicht nur im Ministerium, sondern auch in der gesamten Bundeswehr da ist, hat ja mit der sicherheitspolitischen Lage, mit der wir heute und auch in Zukunft konfrontiert sein werden, nichts mehr zu tun oder nur noch ganz, ganz wenig. Von daher muss man das anpassen. Die Frage ist tatsächlich, kommt am Ende mehr Effizienz dabei raus? Pistorius hat zumindest schon einmal bei sich im Haus angefangen und will über 200 Stellen im Ministerium streichen. Der Umbau der Bundeswehr hat begonnen. Soll sie wirklich für den Ernstfall gerüstet werden, wird es ein langer, teurer Weg.